Tasche. Droide, überlade die Kühlzellen. Das schaltet dir keinen Ausdruck. Komm an, ich bin hier. Ich brauche Deckung. Sobald die Kühlzelle frei liegt, zerstöre ich sie. Das schaltet die Kanonen ab. Ich glaube, ich hab's geschafft. Ne, da hinten ist noch okay. Jetzt muss ich denselben Scheiß nochmal machen. Aha. Boah, geh da rauf! Werd ich umgeschützt! Die kommt von der anderen Seite. Ah, oh Gott! Viel zu viele. Ich stelle dich auf die Tür da, wo die rauskommt. Oh Gott. Er ist gezeichnet. Also kannst du noch mal. Ja, da bin ich auch gerade. Das wird ein bisschen heftiger, glaube ich. Oh, gut, hab's geschafft. Los. Oh Gott, da kommt noch eine dritte. Was passiert, wenn die Bombe hochgeht? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Boah. Irgendwie nicht, das ist nicht gut. Ich hab beinahe eine Granate gegen den Kopf geworfen. Ja, weg von meinen Ruinen. Ich bin schon die ganze Zeit am Denken, ich kenne die deutsche Stimme von Aiden. Nummer 2. Ich habe eine Idee für die letzte. Ich habe die irgendwo schon mal gehört, die Stimme. Ah, kann sein. Ich glaube, das ist... Ich kenne einen Charakter, fällt mir sogar gerade ein. Es war die Tochter von Stan Smith aus American Dad. Ja. Ich weiß, du guckst die Sendung nicht so. Aber die hat dieselbe deutsche Synchronsprecherin. Was passiert, wenn die Bombe hoch? Das werden wir ja sehen. Jetzt kann ich mir irgendwie die nicht mehr ernst nehmen. Haley, das ist eine dreckige Hippie-Dings, ey. Genau wie geplant. Oh ja, klar. Ja, erklär es vorbei. Das ist auch zum Plan. Den kommt dann auch zu. Schilde! Komm schon, Druide! Gerade eine Kanzin? Nee, ich bin wieder im Raum am Rumfliegen und Ballern. Okay. Ich bin schon ein bisschen weiter. Ich habe ja gesagt, die Bombe, was die da vormachen, das läuft nicht so, wie die sich das gedacht hat, glaube ich. Ja. Oh Gott, ich glaube, ich gehe drauf. Die schießen gerade von allen Seiten auf mich. Sir, ich soll die Satelliten beschützen, keine imperiale Station angreifen. Zweifeln Sie nicht an meiner Autorität, Kommandant. Alter, ich komme gerade erst hier rausgeflogen, bin schon fast tot. Ja, ich weiß. Das sind jetzt Ihre Befehle. Ja, Sir. Was, bereiten Sie sich auf einen Angriff auf den Stationskontrollturm auf Hollywood? Ich fliege gerade unter einem Sternenzerstörer, ey. Ich kann auch die Dockarme zerstören, um die Klammern abzuschalten.
Das wird die Energie. Verdammt, das war der Boost. Irgendwie die Heavy-Sachen scheinen am beliebtesten zu sein. Auch im Raumkampf nehmen die Leute lieber Bomber. Die halten mehr aus und machen mehr Schaden. Okay. Aber dafür sind die auch langsamer und nicht so wendig. Oh, bist du am besten sind... Am besten sind die Teilbomber, wie es aussieht. Oh Gott. Oh Gott! Kontrolle verlieren! Kontrolle verlieren! Das ist immer so knapp. Rebellen dürfen nichts von unserem Plan mit Operation Asche erfahren. Asche. Wie lautet denn unser Plan, Sir? Ich weiß. Es hört sich scheiße an, Daniel. Wir reden nie wieder. Der Typ sagt einfach nur die ganze Zeit Asche, Asche, Asche. Immer am Funk. Commander Jäger im Anzug. Ich werde wieder verrecken, kurz bevor ich es schaffe, glaube ich, ey. Halt die Schnauze, Moff, du Nervensäge. Ich bin viel wichtiger als du. Okay, mir, so gesehen eigentlich nicht, aber... So, jetzt bin ich in der Videosequenz. Ich hab's geschafft. Die Dauntless. Soweit ich bis jetzt so gesehen habe von Let's Playern, dauert die, haben die dazu in 3 oder 4 Stunden immer durch die Kampagne. Okay. So, was sollte er noch schaffen? Ja. Ich bin tot. Mann. Immer fliege ich in irgendeinen Scheiß. Na, oh, warte. Ich muss diese Dinger hier zerstören, diese Geschütze oder was da ist. Ja, aber doch festhält. Das sind keine Geschütze, das sind Magneten, die halten das Schiff fest. Ja, ja. So, wenn man so viel für die erwähnt hat. So, schön. Martin, hast du es geschafft? Ah, hallöchen, R2. Guck mal, wer da noch ist. Hallöchen. Wenn das ist, ja. Dann war mein Gefühl wohl richtig. Dieser Planet muss etwas ganz Besonderes sein. Du bleibst hier, R2. Ihre Scanner haben uns bestimmt entdeckt. Das spielt sich echt nett, Daniel. Oh. Fühlt sich gut an. Boah. Schon okay, R2. Das ist grün, Daniel. Mit Luke so gut bin wie im ersten Teil, dann gute Nacht. Check mal die Fähigkeiten von dem aus, ey. Ja. Das Imperium wird uns suchen. Ich muss wissen, warum. Der nur die mittlere. Der kann auch Blasterschüsse abwehren. Da regen sich ja viele drüber auf, weil Darth Maul das nicht kann. Ja, der ist der einzigste Lichtschwertnutzer, der keine Blasterschüsse abwehren kann. Und was viele gehofft haben, ist, dass Sidious diesmal mal sein Lichtschwert hat. Hat er aber nicht. Der schießt wieder nur Blitze. Wobei, geil, der hat coole Fähigkeiten. Der kann zum Beispiel so den Boden elektrisieren, dann wirst du halt, steckst du fest für eine Zeit. Und das macht richtig Spaß, Schüsse abzuwehren, Daniel. Alter, ist das geil. Ich frag mich echt, was diese neue Trilogie drüber sein wird, ey. Old Republic. Ja, das sagen sie alle, Daniel, aber der hat irgendwie gesagt, was noch nie erforscht wurde. Also, das heißt schon mal nichts Gutes. Wahrscheinlich irgendwelche random Typen ohne die Macht, ohne Jedi, ohne Sith, ohne alles. Okay. Wäre das schlimm? Ich weiß nicht, ey. Ich mag irgendwie bekannte Charaktere. Was war das denn für einer? Ich glaube, der kam. Ja, da kam was, so ein Stormtrooper, der kam auf mich zugerannt. Ich glaube nicht, der wollte mich mit seiner Waffe schlagen.
Der sah voll dumm aus. Warum schießt der denn nicht mit seiner Waffe und rennt mit einem mit seiner Waffe auf den Lichtschwertträger rum? Traitor! Ey komm, der wollte mich mit seinem Blaster hauen. Hat der keine Muni mehr gehabt oder weiß der nicht, wie man das Ding benutzt? Da kommt die Verstärkung. Das macht richtig Spaß, die Schüsse von denen abzuwehren, Daniel. Überhaupt nicht. Macht aber Spaß, finde ich. Was mir aufgefallen ist, als ich das Gameplay von Darth Vader gesehen habe, die haben die Moves benutzt, die der auch in Rogue One macht, wenn der die ganzen Rebellen da abschlachtet. Ja, okay. Traitor! Oh, was willst du denn? Ich hab alle getroffen. Das war der letzte, was ich gemacht. Wieder so ein Traitor. Die durch so einen Machtschub einfach schon tot sind, ey. Wir sind noch da. So wollte ich das nicht. Aber wer ist nicht mehr da? Asche.